Ja, heute wollen wir uns einen kurzen Einblick schaffen über den Prozess im Bereich der Logistik. Hierzu habe ich auch, wie beim letzten Mal, schon eine kleine PowerPoint vorbereitet und habe hierzu auch nochmal eine kurze Agenda. Als erstes schauen wir einfach nochmal oder gehen einmal kurz in die allgemeinen Informationen rein. Schauen uns dann gemeinsam den Prozess im Wareneingang an, kriegen dann auch noch mal einen Einblick zum Prozess im Warenausgang, und hier kommt dann die Frau eigentlich dann noch mal, wo sie ein großes Interesse letzte Woche verkündet hat, zum Thema Staffelpreise, wo wir sie dann noch mal dazu holen. Zu den allgemeinen Informationen: Wir hatten ja in unserem allerersten Meeting uns einen kleinen Überblick verschafft zu ihrem aktuellen Ist-Prozess und konnten hier schon feststellen, dass der Inventor-ERP-Prozess sehr identisch ist zu dem, was Sie ja schon heute durchführen. Dann gab es ja auch nochmal das Thema Scan eines QR-Codes, wo wir uns auch jetzt nochmal letzte Woche und vorletzte Woche ein bisschen schlau gemacht haben, auch nochmal über die Technik. Auch das, was Sie ja uns mitgeliefert haben, was ja der Lieferant alles auf dem QR-Code bietet, das ist auch soweit realisierbar und bietet natürlich viele neue Möglichkeiten, die ich im Verlauf der Präsentation dann auch nochmal zeigen werde. Empfehlung von uns in Bezug auf die Apps, die wir anbieten, gibt es ein bereits existierendes Scangerät von einem Händler namens Pukini, die wir auch bereits in drei anderen größeren Projekten im Einsatz haben. Diese unterstützen halt entsprechend einen Barcode-Scanner, auch unsere Inventor-App-Applikation und kann halt, wie gesagt, für den Bereich Logistik optimal verwendet werden oder auch jedes beliebige Android-Gerät. Kommen wir nun zum Prozess Wareneingang. Und beim Wareneingang habe ich mal kurz nochmal aufgelistet, wie der aktuelle Ist-Prozess ja bei Ihnen ist, was wir halt so entsprechend mitgenommen haben. Zunächst beginnen wir auch hier mit der Entleerung eines Containers und scannen ja entsprechend unsere einzelnen Pakete anhand eines QR-Codes ab. In diesem QR-Code sind ja alle relevanten Informationen, dass bei Ihnen ja eine Warenaufnahme erfolgen kann. Zum Thema Wareneingang und zum Thema Logistik wissen wir ja auch, dass wir eine chaotische Lagerverwaltung ja haben. Auch die wird hier in Inventor unterstützt. Das gleiche gilt auch für eine Chargenverwaltung, wo wir die Möglichkeit auch haben, eine Ursprungscharge oder auch das Produktionsdatum zu hinterlegen. Und wir können auch hier definieren, dass zum Beispiel pro Platz nur eine Charge des Artikels eingelagert werden kann, um Verwechslungen zu vermeiden. Zusätzlich gibt es auch in Inventor, was das Thema Chargen angeht, eine sogenannte QS-Prüfung bzw. einen Status, den ich an einer Charge hinterlegen kann, weil das ja auch ein Thema war, dass Sie ja gesagt haben, es gibt bestimmte Artikel, die dürfen erst in den Verkauf gehen, wenn sie ja auch zum Beispiel von einem Mitarbeiter geprüft wurden und auch erst freigegeben wurden. Im nächsten Step würde ich einmal ganz kurz den Standardprozess grafisch darstellen, wie der Wareneingang verläuft. Wir beginnen grundsätzlich auch hier bei uns im ERP-System mit der Warenaufnahme, scannen entsprechend einen Barcode und ermitteln anhand der Artikelnummer EAN oder Lieferantenartikelnummer die Bestellposition. Daraufhin, wenn wir mit der Warenaufnahme fertig sind, buchen wir diese Warenaufnahme bzw. unseren Wareneingang in Stufe 1. Unser Wareneingang ist ein
zweistufiges Modell. Das heißt, in der ersten Stufe wird unsere Ware auf ein QS-Lager oder ein sogenanntes Sperrlager gebucht. Und aus der Warenaufnahme haben wir dann die Möglichkeit, Etiketten zum Beispiel zu drucken, die dann die Wareneingangsnummer enthält, welche wir dann auf die Kartons legen können. Oder können uns auch einen Beleg ausdrucken, wo dann einmal die gesamte Auflistung ist, um dann später aus unserem QS-Lager bzw. Sperrlager die Ware in unser Hauptlager zu verbringen. Bei der Einlagerung unterstützen wir hier auch mit einer App entsprechend die Lagerplatzbuchung. Das heißt, aktuell befindet sich jetzt unsere Ware im QS-Lager. Ich habe meinen Wareneingangsbeleg oder nur die Etiketten auf meinem Karton, hole mir entsprechend meine Kartons aus diesem Bereich, scanne den zum Beispiel über meine App oder über das Wareneingangsmodul, was wir in Inventor ja haben, und buche dann entsprechend die Ware auf meinen Lagerplatz. Mit dieser Buchung erfolgt dann auch direkt schon die Stufe 2. Das heißt, auch hier erfolgt eine Bestandsbuchung von unserem Sperrlager bzw. QS-Lager ins Verkaufslager. Und damit ist dann auch, sage ich mal, dieser Prozess der Einlagerung schon abgeschlossen. Wir beginnen jetzt hier einmal mit unserer Warenaufnahme. Wir kennen es ja, der Container kommt an und wir müssen ja erstmal unsere Ware aufnehmen und ermitteln. Über die Warenaufnahme haben wir hier entsprechend ein Suchfeld, wo wir unsere Artikelnummer einscannen bzw. den Barcode scannen, den unser Lieferant mitliefert. Und hier haben wir im Standard erstmal die Identifikation unseres Artikels anhand der Artikelnummer, anhand der EAN oder auch der LAN. In dem Szenario kann es ja natürlich passieren, dass wir zu dieser Artikelnummer mehrere Bestellpositionen haben. Die Warenaufnahme erkennt dies und öffnet uns automatisch die Bestellauskunft. Und über die Bestellauskunft habe ich dann die Möglichkeit, meine Bestellposition aus dem unteren Bereich auszuwählen und in die Warenaufnahme zu übernehmen. Dies wäre jetzt, sage ich mal, der Standardprozess. Das würde dann alles über die App funktionieren oder worüber funktioniert es aktuell? Genau, also die Bilder, die wir jetzt sehen, das ist aktuell Standard Inventor, also sprich über meinen Laptop oder über einen festen Arbeitsplatz. App komme ich gleich. Okay. Ja. Wie gesagt, wenn wir jetzt vom Standard her ausgehen, haben wir, wie gesagt, den Scan der Artikelnummer oder die Eingabe der Artikelnummer. Ich bekomme die Bestellauskunft und habe jetzt hier die Möglichkeit, sei es meine Bestellung auszuwählen. Erkenne auch hier zum Beispiel die Containernummer, könnte hier auch nochmal über die Bestellauskunft eine Suche ausführen nach der Bestellnummer oder nach der Containernummer. Und hier ist das Entscheidende, was ich sehr, sehr toll finde von Ihrem Lieferant, weil er diese Information halt schon mitliefert, ist halt die Information des QR-Codes. Das Ganze könnte natürlich an der Stelle jetzt hier in Inventor, das, was wir jetzt hier in Inventor sehen, wird natürlich, ich sag mal, vom Bildschirm her optimiert für unsere App. Einen Ausblick, wie die App dann aussieht, sehen wir gleich. Und hier ist jetzt, sage ich mal, der QR-Code das Entscheidende. Also sprich, hier würden wir ein weiteres Feld schaffen, welches die Information des QR-Codes empfängt. Und hat dann natürlich den Vorteil, dass wir über diesen QR-Code schon alle relevanten Informationen bekommen. Wie zum Beispiel die Bestellnummer, meine Artikelnummer und die eigentliche Menge. Und allein schon die Bestellnummer und die Artikelnummer ist schon, ich sag mal, zu 95% eine Trefferquote, die wir dann erreichen würden, um diesen Prozess mit dem Bestellauskunft wegschaffen können. Also sprich, die Auswahl über die Bestellauskunft würde dann halt fast wegfallen
wenn dieser Artikel in dieser Bestellnummer nur einmal auftreten würde, die Warenaufnahme würde automatisch angelegt werden. Zusätzlich haben wir ja hier, wie gesagt, die Menge, die wir dann auch an unsere Warenaufnahmeposition mit übergeben können. Und das Gleiche natürlich auch hier die LOT-Number, also sprich die Chargennummer und das Produktionsdatum. Bei der Warenaufnahme ist es aktuell so bei dem Scan der Mengen, dass wir hier jedes einzelne Paket abscannen und die Menge um 1 hochgezählt wird. Ich habe natürlich die Möglichkeit, auch die Eingabe manuell durchzuführen, also sprich meinen Artikel einmal einzuscannen und die Menge hier manuell auf 1000 Stück abzuändern, die ich jetzt eingescannt habe. Aber durch den QR-Code, den wir auch vorher gesehen haben, bekommen wir auch die Paketinformationen, wie viel sind darin enthalten, und auch diese könnten hier direkt mit eingegeben werden. Nachdem wir dann entsprechend unsere Mengen gescannt haben, kann ich aus der Warenaufnahme direkt auch schon meine Etiketten drucken, welche ich dann auf die gescannten Pakete, die ich schon aus meinem Container herausgenommen habe, aufkleben und entsprechend in mein QS-Lager buchen, da ich dann hier sagen kann, okay, ich bin mit der Warenaufnahme fertig und mein Wareneingang in Stufe 1 wird direkt verbucht. Was ich ja vorhin auch gesagt habe, wir haben einmal die Möglichkeit der Etiketten oder ich habe auch die Möglichkeit, einen gesamten Beleg zu drucken, der mir einmal alle Positionen dieser Warenaufnahme anzeigt. Der kann natürlich viel schöner aussehen als der jetzt hier aus unserer Testumgebung oder Präsentationsumgebung. Und hier bekomme ich auch direkt zu meinem Artikel, den ich jetzt in der Warenaufnahme bearbeitet habe, schon einen möglichen Lagerplatz, wo ich die Ware später in meinem Verkaufslager erbringen kann. Anhand von was ermittelt er das? Den Warenort? Genau, da gibt es dann halt entsprechend verschiedene Kriterien. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, schlage mir bitte nur Lagerplätze vor, wo der Artikel schon mal drauf lag und jetzt aktuell und der Platz jetzt leer ist. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, schlage mir nur die fixen Lagerplätze vor, die für diesen Artikel vorgesehen sind. Oder schlage mir halt zum Beispiel alle freien Lagerplätze vor und gib mir dann halt den ersten hier einfach im Zugriff. Das lässt sich halt, wie gesagt, in Inventor auch nochmal parametrisieren. Hier gibt es dann halt wirklich mehrere Kriterien, wo wir sagen können, okay, schlage mir alle vor, schlage mir nur die fixen vor, schlage mir nur die vor, wo der Artikel schon mal lag und jetzt aktuell der Platz leer ist. Anhand von dem Kartonvolumen würde sowas nicht gehen. Das wäre auch möglich, weil ich habe natürlich die Möglichkeit, an meinem Lagerplatz die Informationen zu hinterlegen, wie groß soll das Ganze sein. Vom aktuellen Stand her habe ich aber jetzt hier in der Warenaufnahme nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wie groß ist mein Kartonvolumen. Ich habe die Möglichkeit aber, an meinem Artikel Volumeninformationen zu hinterlegen, die dann halt entsprechend aufsummiert werden können, um dann halt den passenden Lagerplatz zu ermitteln. Ja, ich denke mal, das macht bei uns jetzt weniger Sinn, weil bei uns wäre eigentlich eher relevant, wenn ich jetzt das Gesamtvolumen von dem Artikel sehen würde. Und der wird mir jetzt ermitteln, das sind 10 Kartons und die brauchen das und das Volumen. Und er würde gleichzeitig ermitteln, am Lagerort 9900 habe ich eigentlich dieses Volumen noch frei. Das wäre bei uns eigentlich relevanter, wobei ich nicht glaube, dass wir das aktuell benötigen. Okay. Nee, aber hier ist es definitiv so, was gerade diese Lagerplatzbestimmung angeht, dass muss man dann halt nochmal genau im Detail sehen, was,
oder welche Anforderungen dann halt gewünscht ist. Und dann könnte man das dann halt auch entsprechend umsetzen. Im Standard ist es halt so, dass wir nach einem bestimmten Verfahren erstmal prüfen, okay, existiert oder wurde der Artikel schon mal irgendwo eingelagert, dann schlage mir diese Lagerplätze vor. Gibt es Fixplätze, dann schlage mir eher diese vor. Ansonsten, wenn dieser Artikel zum Beispiel komplett neu ist, schlage mir dann halt einfach den nächstbestmöglichen. Und da könnte man halt wirklich noch das Thema mit dem Volumen halt noch implementieren, dass man sagt, okay, schlage mir wirklich auch nur Lagerplätze vor, wo jetzt hier mein Volumen für diesen Karton am optimalsten ist. Das muss man dann halt wirklich dann nochmal im Detail dann prüfen, wie das dann am besten ist. Dieser Beleg der Warenaufnahme, der kommt, wie gesagt, auch automatisch. Das kann parametrisiert werden. Und damit ist dann, sage ich mal, unsere Warenaufnahme auch schon abgeschlossen. Also sprich, mit dem Klick hier auch oben links auf den Button WE buchen, wird dann diese Warenaufnahme abgeschlossen. Ich bekomme dann halt auch nochmal entsprechend Informationen, wenn natürlich meine gescannte Menge nicht übereinstimmt mit der Menge bestellt, damit der Sachbearbeiter hier entsprechend reagieren kann und dem Einkäufer natürlich auch mitteilen kann in Bezug auf Rückstände, die dann halt vielleicht existieren. Jetzt noch einmal ganz kurz ein Blick in unsere Warenaufnahme-App. Die Maske sieht dann halt entsprechend wie folgt aus. Das Optische, das kann sich natürlich immer entsprechend nochmal angepasst werden, weil man sagen möchte, okay, ich möchte, wenn ich einen Artikel einscanne, vielleicht noch weitere Informationen zum Artikel sehen, oder wenn ich einen Artikel einscanne und eine Bestellung automatisch ermittelt habe, dann möchte ich direkt Informationen zu der Bestellung sehen. Das lässt sich natürlich dann entsprechend nochmal anpassen. Aber grundsätzlich bei der Warenaufnahme-App ist auch hier der Ausgangspunkt ein Artikelscan, beziehungsweise in Ihrem Fall der QR-Code-Scan. Hier ist es so, dass wir auch dann die Auswahl der Bestellpositionen bekommen, wenn wir bei einem Artikelscan mehrere Bestellpositionen ermitteln. Ich wähle dann entsprechend meine Bestellposition hier einfach mit dem Finger, sage ich mal, dann aus und bestätige dann einmal nur noch zum Schluss die Mengen. Hier ist es auch so, dass ich nicht immer diesen einen Artikel erstmal komplett fertig abarbeiten muss, sondern wie wir ja auch schon beim letzten Mal besprochen haben, kann es ja sein, ein Karton liegt vorne, der andere Karton liegt ganz hinten, der andere ganz oben, in der Mitte irgendwo. Und hier ist dann natürlich auch die Warenaufnahme so konzipiert, dass ich mit einem Artikel oder mit dem ersten Karton einfach beginne, den nächsten Karton scanne, er mir dann in dieser Warenaufnahme meine zweite Position anlegt und mich dann immer weiter bis nach hinten in meinem Container, sage ich mal, durcharbeite. Und wenn ich dann mit dem Container fertig bin, kann man theoretisch die Warenaufnahme mit meinem Container gleichsetzen und buche das Ganze entsprechend. Wenn diese Warenaufnahme abgeschlossen ist, ist mein Wareneingang nun in Stufe 1. Hier sehen wir jetzt entsprechend unseren Wareneingang. Unsere Stufe liegt hier entsprechend noch vom Wareneingang im Status ungeprüft und die Ware wurde aber hier schon bestandsseitig auf mein QS-Lager gebucht. Das sehen wir jetzt hier anhand der markierten Zeile, wenn wir uns den Bestand anschauen. Also sprich, mit der Warenaufnahme erfolgt auch eine Bestandsbuchung in unserem QS-Lager, Sperrlager, was sich dann halt hier der Lager oder was ich dann in der Lagerliste entnehmen kann. Jetzt erfolgt im nächsten Schritt die Stufe 2. Das heißt, ich möchte meinen Artikel in mein Warenlager überführen. Das kann hier auch, wie gesagt, einerseits, was ich jetzt als erstes erstmal zeigen werde, über Inventor ERP funktionieren oder
zweiten Step werde ich das gleich nochmal zeigen, in unsere Einlagerungs-App. Das Thema Charge, was ich nochmal ganz kurz hier vorne weg erwähnen muss, die Charge wurde hier schon im Hintergrund automatisch angelegt mit der Ursprungscharge des Lieferanten, wenn wir jetzt hier den QR-Code nutzen würden. Stufe 2 sage ich jetzt, okay, ich habe meine Ware im QS-Lager geprüft, sage jetzt, stoße jetzt hier entsprechend die Eingangsbuchung an und wähle jetzt nun hier meinen Platz zur Einlagerung. Wir sehen jetzt hier auch auf der linken Seite, wenn man meine Maus hoffentlich sehen kann, einmal den Vorschlag meiner gesamten Lagerplätze. Der Artikel ist jetzt bei mir im System zum Beispiel komplett neu. Ich habe bisher keine Parameter in irgendeiner Art und Weise definiert und auch keinen Fixlagerplatz, sondern ich bekomme hier einfach automatisch alle Lagerplätze vorgeschlagen. Diesen ordne ich dann entsprechend zu und speichere dann entsprechend meine Einlagerung. Damit ist dann auch mein Stufen 2 Wareneingang endgültig gebucht und die Ware wurde jetzt auch nun von unserem QS-Lager auf unser Warenlager, sage ich mal Verkaufslager, dann gebucht. Bei der Einlagerungs-App sieht das Ganze auch so aus. Das ist ja das, was Sie ja auch angesprochen haben, wo Sie ja aktuell ja noch am Überlegen waren, in Bezug auf diesen Lagerplatz-Scan. Das ist hier einmal entsprechend unsere Einlagerungs-App. Das sind jetzt keine einzelnen Apps, sondern es ist ein... Also sprich, ich muss nicht jetzt hier die Warenaufnahme-App irgendwie komplett schließen und dann eine andere App starten, sondern ich bin hier in einer App, das ist sozusagen die Inventor ERP-App und schließe dann, sage ich mal, einfach nur diese Maske und bekomme dann halt meine ganzen Apps zur Auswahl, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt eine Einlagerung starten. Mit der Einlagerungs-App ist hier auch der Ausgangspunkt unser Wareneingangsbeleg bzw. unser WE-Barcode, welches wir zum Beispiel auf unseren Kartons geklebt haben. Den scanne ich hier einmal entsprechend ab. Scanne dann nochmal meinen Artikel. Scanne dann entsprechend bzw. bestätige den vorgeschlagenen Lagerplatz oder scanne dann halt entsprechend einen anderen Lagerplatz ein. Und bestätige dann im nächsten Step nur noch meine Menge und buche das Ganze. Also hier ist es dann halt wirklich einfach nur einmal scannen Wareneingangsbarcode, welches ich auf dem Karton habe. Dann nochmal scannen Artikel zur Bestätigung, dass ich jetzt auch wirklich hier meinen Karton habe, weil ich habe auch die Möglichkeit, einen Wareneingang hier zum Beispiel auszuwählen über die Suchenfunktion. Und, oder über meinen Beleg, sage ich mal. Aber hier ist es so, ich scanne meinen Wareneingangs-Barcode, scanne meinen Artikel nochmal, scanne meinen Lagerplatz, wo ich das dann hinverbringen möchte, klicke dann entsprechend auf Bestätigen, was die Menge angeht und buche das Ganze dann. Das ist für mich nur ein Scan zu viel drin, den wir eigentlich nicht benötigen. Und zwar den Artikel. Genau. Ja. Den brauchen wir eigentlich nicht, weil der ist bei uns beim Wareneingangsbarcode, ist der eigentlich dann in diesem Code schon enthalten. Nee, das ist auch richtig. Ich wollte das hier, wie gesagt, nur von der App mit visualisieren, aber vom Report her, weil wir drucken ja die Inventor-Barcodes oder die Barcodes, sage ich mal, direkt aus Inventor und der kann auch die Information Wareneingangsnummer, Semikolon, Artikelnummer enthalten. Das haben wir auch schon entsprechend so in einem Projekt umgesetzt, beziehungsweise ist sogar hier so im Standard sogar mit dabei, dass wir dann einfach sagen, okay, ich scanne diesen Barcode und er befüllt mir automatisch meine Wareneingangsnummer und meine Artikelnummer
Und ich muss dann halt eigentlich nur noch meinen Lagerplatz scannen, beziehungsweise den Vorschlag hier bestätigen und dann die Menge bestätigen. Also den Scan der Artikelnummer, den kann man natürlich hier auch vereinheitlichen oder kombinieren mit dem Wareneingangsscan. Dann sind wir eigentlich auch hier schon mit dem Einlagerungs-App schon am Ende. Und habe jetzt hier nochmal ganz kurz mal zusammengefasst unsere Erweiterungen, die ich jetzt hier im Prozess Wareneingang sehe, jetzt im Bereich BR-Connector, wo wir sagen, okay, wir brauchen ein neues Feld QR-Code, welches mir dann die Informationen einmal entziffert und meine Warenaufnahme automatisch befüllt, weil wir kriegen ja wirklich mit dem QR-Code alle relevanten Informationen, wie Bestellnummer, Artikelnummer, die Menge, Chargeninformationen, die haben wir, wie gesagt, alle drinnen und können damit mit einem Scan unsere Warenaufnahme dann schon direkt anlegen. Zusätzlich müsste man hier halt noch erweitern, dass mit der Warenaufnahme und der Ursprungscharge unsere Charge in Inventor sauber angelegt wird mit der Information, die halt über den QR-Code mitgeliefert werden. Das ist ja, wie gesagt, die Ursprungscharge und das Produktionsdatum. Und was wir noch zusätzlich erweitern müssten, wäre die automatische Chargenanlage, das Artikel mit einem Kennzeichen Chargenprüfung. Das war ja auch das, was wir beim letzten Meeting ja mal besprochen haben, dass es bestimmte Artikel gibt, die halt nicht direkt in den Verkauf gehen dürfen, sondern erstmal nochmal geprüft werden müssen, dass diese Artikel oder dessen Chargen halt erstmal auf Quarantäne gebucht werden, die dann halt geprüft werden müssen von einem Mitarbeiter und dann manuell freigegeben werden müssen. Gibt es zum Prozess Wareneingang nochmal irgendwelche Fragen? Ich sehe leider keine Gesichter, deswegen muss ich auf so eine Reaktion warten. Also, ich denke, wenn sich keiner meldet, dann gibt es auch keine Fragen. Nee, wunderbar, weil hier beim Prozess Wareneingang, also wir haben, wie gesagt, einmal wirklich nur Thema Warenaufnahme, wo ich meinen Container alles entsprechend meinen Container abarbeite. Das wird, wie gesagt, über unsere Warenaufnahme-App unterstützt. Kann aber auch parallel, wie gesagt, in Inventor ERP selbst durchgeführt werden. Und dann die Erbringung von meinem QS-Lager ins Verkaufslager, also sprich die tatsächliche Einlagerung in Stufe 2, wird, wie gesagt, auch nochmal über unsere Einlagerungs-App unterstützt. Wo wir dann scannen den einen Barcode, scannen Lagerplatz-Barcode und dann erfolgt dann auch schon direkt die Buchung mit der Mengenbestätigung. So, dann würde ich nun zum Prozess im Warenausgang kommen. Beim Warenausgang habe ich jetzt auch noch mal hier eine kurze grafische Darstellung zur Verfügung gestellt, wie der Standardprozess in Inventor abläuft. Ausgangspunkt für unseren Warenausgang ist natürlich hier unser Auftrag, sprich nicht unser Rahmenauftrag, sondern unser Auftrag, den wir aus dem Rahmen generiert haben. Hierbei geht es beim Warenausgang darum, dass wir unsere Auftragspositionen zur Lieferfreigabe ermitteln. Dabei gibt es genau drei Kennzeichen. Einmal der Status unserer Auftragsposition, dann natürlich der Bestand und unser Lieferdatum. Lieferfreigabe kann in Inventor ERP manuell erfolgen, halbautomatisch oder auch vollautomatisch. Zu diesen drei Unterschieden kommen wir dann in unseren Prozess. Nach der Lieferfreigabe
erfolgt der Druck unserer Pick- bzw. Packliste. Dieser Druck kann physisch erfolgen oder, ich sag mal, elektronisch über dann unsere Kommissionier-App, wo wir dann unsere Pick- und Packlisten auswählen können, um diese dann zu kommissionieren. Und es erfolgt dann die Erbringung der Ware zum Packplatz. Am Packplatz erfolgt dann entsprechend die Versandvorbereitung. Das heißt, hier erstelle ich dann meine Packstücke, drucke gegebenenfalls die entsprechenden Labels für DHL, DPD, je nachdem, mit welchem Versanddienstleister ich arbeite, falls das hier so zustande kommen sollte, und drucke dann an meinem Parkplatz entsprechend auch den Lieferschein und gegebenenfalls auch schon direkt meine Rechnung. Bin dann mit diesem Prozess auch schon durch. Wir beginnen bei unserem Warenausgang mit unserem Auftrag. Und hier ist ja das entscheidende Kriterium unser Lieferdatum. Wenn dieses Lieferdatum entsprechend erreicht ist, können wir genauestens ermitteln, ob zu diesem Tag auch entsprechend Bestand da ist, um die Ware dann auch herauszuschicken. Wie ist eigentlich, glaube ich, kurz was Zwischenfrage. Ja. Ich habe ja jetzt diese Liste Produkte zu liefern. Wie gestaltet sich da bei euch die Übersicht, aus der ich sehe, welche Aufträge zum heutigen Tag zum Beispiel zu beliefern sind? Okay, da kommen wir in zwei Masken gleich zu. Okay. Also in zwei Folien, besser gesagt. Okay. Genau, da komme ich dann gleich drauf ein. Also das Lieferdatum ist, wie gesagt, ein Entscheidungskriterium, welches ich ja an meiner Position pflegen kann. Dann haben wir einmal den Status, den ich jetzt hier, sage ich mal, an meiner Position sehe. Der Status von meiner Auftragsposition ist hier auch in unterschiedlichen Nummerierungen und auch in unterschiedlichen Farben erkenntlich, dass ich sagen, sehen kann auf einen Blick, okay, 1 rot heißt, meine Auftragsposition ist offen, 1 blau ist offen, aber es wurde bereits auftragsbezogen bestellt, 2 grau heißt zum Beispiel, okay, die Ware wurde zur Lieferung freigegeben und ist bereits in Kommissionierung. Also hier ist der Status halt wirklich so ein Indikator, wo ich anhand einfach der Zahl und der Farbe schon direkt erkenne, wenn ich den Auftrag oder später auch über meine Positionsübersicht mal einen Blick reinwerfen sollte, kriege ich schon anhand diesen zwei Indikatoren alle Informationen gesagt. Beim Warenausgang gibt es ja, wie gesagt, einmal hier die manuelle Lieferung, das heißt manuelle Lieferfreigabe. Ich rufe meinen Auftrag auf, schaue mir manuell die Chargen an, die Bestände an, habe die Möglichkeit, an meinem Auftrag meine Charge zuzuordnen über den Chargenabgang, definiere dann halt auch noch, wo liegt denn aktuell mein Lagerplatz, ordne meinen Lagerplatz zu und dann geht der Kommissioniervorgang direkt los. Das ist so der manuelle Prozess, den kann ich, wie gesagt, ganz normal von Hand anstoßen. Und jetzt kommen wir zu dem, ich nenne es jetzt halbautomatisch und automatischen Prozess, wo wir jetzt diese Übersicht erhalten. Und da gibt es ein Werkzeug in Inventor, das nennt sich einmal entsprechend Liefervorschlag, den ich hier für Ihr Szenario optimal sehe. Und zwar rufe ich einmal hier den Liefervorschlag auf, habe die Möglichkeit hier bestimmte Selektionskriterien zu hinterlegen, wie zum Beispiel mein Versandlager, falls ich mit mehreren Lagern arbeiten sollte, kann das Ganze hier nochmal auf eine Kundengruppe, auf einen Artikel vielleicht noch einschränken und habe jetzt hier auch noch als Feld die Möglichkeit zu sagen, okay, zeige mir bitte alle Positionen an, die ein Lieferdatum zum Beispiel 1. Dezember haben. Daraufhin würde mir der Liefervorschlag alle Auftragspositionen mir hier in einer Liste zur Verfügung stellen, die ich dann entsprechend über den Button
Freigabe freigeben kann. Über diesen Button Freigabe wird dann auch entsprechend, wenn ich das möchte, eine automatische Chargenzuordnung gemacht und auch eine automatische Lagerplatzzuordnung. Diese Chargenzuordnung kann ich zum Beispiel nach unterschiedlichen Kriterien oder nach einem bestimmten Automatismus festlegen, zum Beispiel nach dem FIFO-Prinzip oder nach Verfall. Also sprich, wenn ich ja auch ein Verfallsdatum irgendwie hätte, könnte ich diesen definieren oder auch nach Erfassung. Also sprich, die Sachen, also das, nach Erfassung ist jetzt, sage ich mal, mehr dann auch das FIFO-Prinzip. Also sprich, das, was als erstes reingekommen ist, das soll auch als erstes rausgehen. Das Gleiche gilt auch für die Lagerplatzzuordnung. Hier ist es aber in dem Szenario auch so, dass wir eine starke Verknüpfung haben zwischen Charge und Lagerplatz. Das heißt, wenn ich jetzt vom Chargenabgang definiere FIFO-Prinzip, dann wird natürlich auch der Lagerplatz gewählt, wo meine Charge auch eingelagert ist. Beim Liefervorschlag bekomme ich aber auch, wie gesagt, hier natürlich die Information, um welchen Kunden handelt es sich, was hat er denn genau bestellt, zu welchem Lieferdatum soll das Ganze rausgehen. Ich sehe dann halt auch nochmal hier ein paar Bestandsinformationen, also sprich meine Menge zuteilbar, die ich auch wirklich tatsächlich hier zuteilen kann, meine verfügbare Menge, die abzüglich meiner reservierten oder meiner Reservierungen ist und meinem effektiven Bestand. Und hier kann ich dann auch sagen, okay, dem Kunden könnte ich jetzt einfach die 300 Stück liefern, klicke auf Freigabe und der Prozess wird angestoßen. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte vielleicht eine Teillieferung erzeugen. Und das könnte ich dann halt hier, wie gesagt, aus dem Liefervorschlag halbautomatisch durchführen, indem ich dann halt einfach eine Menge zu liefern eingebe. Und dann wird hier meine Auftragsposition automatisch in Teillieferung gesetzt und es geht nur ein bestimmter Teil schon mal an den Kunden raus. Dann gibt es nochmal entsprechend die Lieferzuteilung. Und die Lieferzuteilung verhält sich hier identisch zum Liefervorschlag, nur dass ich diesen hier vollautomatisieren kann. Der läuft dann entsprechend über einen Jobserver. Den kann ich auch entsprechend so einstellen, dass er mir halt automatisch alle meine Auftragspositionen freigeben soll, nach meinen Kriterien natürlich. Und das passiert dann halt, wie gesagt, über unseren Jobserver, der dann halt von mir aus minütlich läuft oder stündlich und dann entsprechend die Auftragspositionen freigibt und den Prozess des Warenausgangs dann anstößt. Gibt es hier zum Liefervorschlag oder zur Lieferzuteilung nochmal eine Frage? Nee. Alles klar. Wie mache ich das dann mit Packlisten etc.? Oder kommt das jetzt dann noch? Ja, genau. Genau die nächste Folie. Wunderbar. Die Lieferzuteilung, Liefervorschlag ist jetzt gelaufen. Meine Auftragspositionen wurden jetzt zur Lieferung freigegeben. Und auch hier gibt es dann im Hintergrund unseren sogenannten Massendruck, wo ich entsprechend sagen kann, okay, drucke mir alle Auftragspositionen oder drucke mir alle Packlisten zu meinen Auftragspositionen, die sich in Status 2 befinden und die morgen ausgeliefert werden müssen. Das kann ich dann zum Beispiel in meiner Massendruckdefinition so definieren, wie ich das gerne hätte. Und dann würden automatisch auf einem Drucker, den ich dann halt auch entsprechend definiere, meine gesamten Packlisten rauskommen. Ich habe auch die Möglichkeit, mehrere Packlisten Massendruckdefinitionen anzulegen, dass ich sagen kann, okay, für den Lagerbereich drucke mir meine Packlisten im Lagerbereich A, für den Lagerbereich drucke mir meine Packlisten im Lagerbereich B, dass ich nicht am Ende des Tages halt irgendwie einen Stapel habe, sondern vielleicht dann auch auf mehreren Druckern das Ganze verteile, weil da die einzelnen Logistikmitarbeiter dann unterwegs sind.
Und auf meiner Packliste natürlich ganz wichtig, bekomme ich dann halt auch die ganzen Informationen, wie zum Beispiel meinem Lagerplatz, meiner Menge, die jetzt rausgehen soll, und die Informationen der Charge. Das ist jetzt, wie gesagt, die physische Erstellung. Ich kann aber auch auf diese physische Erstellung verzichten und kann das Ganze über unsere Kommissionier-App auf elektronischem Wege durchführen. Das heißt, ich erstelle virtuell meine Packlisten und habe jetzt hier mal ganz kurz ein Beispiel vorbereitet. Ein Picking von 3 Artikelpositionen in unserer Kommissionier-App. Das heißt, Ausgangspunkt ist hier meine Pick- oder Packliste. Die kann ich entweder abscannen, wenn ich sie gedruckt haben sollte, oder habe dann auch entsprechend eine Auswahl und selektiere meine entsprechende Pickliste, scanne im nächsten Step meinen Artikel aus dem Lagerplatz, bekomme ja auch hier, nachdem ich meine Pickliste gescannt habe, alle relevanten Artikelpositionen, auch die Information, auf welchem Platz der liegt, und bestätige dann im nächsten Step eigentlich nur noch die Menge. Dass ich jetzt auch wirklich hier, ich sag mal, 300 Stück entnommen habe und nicht vielleicht nur 50 auf diesem Lagerplatz liegen, weil sich einfach jemand willkürlich am Lagerplatz bedient hat. Das sollte natürlich nie vorkommen, aber es kann doch mal passieren, dass dann halt irgendwie mal ein Karton in dem unteren Fach liegt und der nicht erkannt wird. Aber habe dann hier die Möglichkeit, einfach nochmal zu sagen, okay, ich möchte meine Menge entsprechend bestätigen. Oder hier gleich vorneweg schon für den Packer die Information mitgeben, ich habe nur 50 Stück gefunden, und dann wird die Menge entsprechend reduziert, automatisch. Wenn die Kommissionierung erfolgt ist, habe ich dann halt mein entsprechendes Kommissioniermodul. Das ist ja mein sogenannter Packplatz. Das ist auch das, was der Herr Kunz ja bei unserem ersten Termin ja mal kurz angesprochen hat, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen vielleicht einen entsprechenden Rechner im Lager, wo wir dann unsere Packstücke beziehungsweise unsere Packstücke anlegen, wo wir unsere Kommissionierung abschließen. Und da kommen wir hier entsprechend im Kommissioniermodul, wo wir die Möglichkeit haben, einmal unsere Versandart zu sehen beziehungsweise auch nochmal anzupassen. Ich habe nochmal hier die Möglichkeit im Kommissioniermodul, die Möglichkeit zu sagen, okay, welche Portokosten fallen vielleicht nochmal individuell an oder Verpackungskosten. Das kann ich von hier aus direkt an meinen Auftrag übergeben, muss dann halt nicht nochmal entsprechend meinen Auftrag aufrufen. Kann diese aber natürlich vorneweg schon automatisch berechnen lassen, wenn ich dann halt meine Versandarten und meine Versandkosten sauber berechnet habe. Habe hier auch die Möglichkeit, an meiner Auftragsposition die Charge oder den Platz nochmal zu verändern, weil vielleicht, wie gesagt, die Charge nicht mehr in Ordnung war oder der Platz nicht mehr der richtige war. Man könnte hier nochmal als Packer entsprechend eingreifen. Und habe hier letztendlich dann die Möglichkeit, meine Packstücke zu definieren, wo ich dann sagen kann, okay, ich lege mir jetzt ein neues Packstück an. In diesem Packstück kommen dann entsprechend folgende Kartons rein oder folgende Artikel rein, und habe hier dann die Möglichkeit, auch für später meine Nachverfolgung dann einzupflegen. Also sprich, wenn wir jetzt mit DPD zum Beispiel arbeiten, oder mit DHL, erfolgt ja hier ein Export von unseren Packstücken an den entsprechenden Dienstleister. Und wenn diese Pakete abgeholt werden von unserem Dienstleister, erhalten wir eine Sendungsnummer zurück, die ja dann zum Beispiel hier an unsere Packstücke dann zurückgeschrieben werden. Ja, wenn wir dann auch unsere Packstücke fertig haben, haben wir dann im nächsten Step die Möglichkeit, hier
direkt auch unseren Lieferschein zu drucken. Mit dem Lieferscheindruck werden dann auch unsere Etiketten gedruckt. Wenn ich jetzt, wie gesagt, mit einem Dienstleister wie DHL oder DPD zusammenarbeite, das passiert dann auch alles, wie gesagt, an meinem Packplatz. An meinem Sachbearbeiter definiere ich dann den Drucker und auch den DPD-Drucker oder DHL-Drucker. Und habe hier auch nochmal die Möglichkeit zu steuern, beziehungsweise das wird auch schon entsprechend am Auftrag gesteuert, ob automatisch mit Lieferscheindruck eine Fakturafreigabe erfolgen soll und ob auch hier schon direkt mit Lieferscheindruck meine Rechnung erstellt werden soll. Dass ich dann die Rechnung direkt meinem Paket beilegen kann. Oder hier wäre dann auch der weitere Prozess, dass wir über unsere Massendruckdefinition sagen können, okay, drucke mir alle Rechnungen für meine Kunden monatlich, wöchentlich, automatisch per E-Mail. Das kann man dann halt, wie gesagt, im nachgelagerten Step dann automatisieren. Also wie könnte ich jetzt zum Beispiel hier sehen, wenn ich jetzt einen Artikel habe, 20.000, der ist verteilt auf 6 Pakete. Oder gibt es da irgendwie Übersicht, dass ich irgendwie sehen kann, aha, diese Sendung besteht aus so und so vielen Pakete und in jedem Paket sind so und so viele Artikel? Ja, also sprich, wenn wir jetzt hier unser Kommissioniermodul haben, ich weiß ja jetzt aktuell nur die Information, unser Artikel besteht ja aus, ich sag mal an dem Beispiel, 300 Stück. Und diese 300 Stück kann ich ja auf 5 Pakete dann verteilen. Mhm. Wenn ich jetzt hier diese Zuordnung theoretisch schon fertig habe und auch meinen Lieferschein zum Beispiel schon gedruckt habe und möchte das im Nachhinein dann nochmal als Information bekommen, dann gebe ich hier oben, ich hoffe, Sie sehen meine Maus gerade, im Suchbeleg einfach meine Auftragsnummer ein oder meine Lieferscheinnummer, wenn ich sie zur Hand habe, oder immer noch meine Packliste, wenn ich sie nicht weggeworfen habe. Dann identifiziert er mir automatisch meine Auftragspositionen und ich kann hier über den Button Packstücke mir die Packstücke anschauen. Mhm. Oder es geht natürlich noch viel, viel einfacher. Und zwar, ich gehe nochmal ein paar Masken kurz zurück. Aus dem Auftrag heraus. Und da sehen wir hier im Auftrag selbst, ich hoffe, Sie sehen jetzt meine Maus, die Registerkarte Versand. Mhm. Ja, das heißt, ich rufe einfach meinen Auftrag auf, wähle die Registerkarte Versand aus und bekomme da schon direkt die Information der Packstücke. Und wenn ich jetzt ganz viele, zum Beispiel ganz viele verschiedene Aufträge habe, haben wir regelmäßig alle 2 Wochen. Und da besteht eine Lieferung aus vielleicht 20 Aufträgen mit verschiedenen Artikeln. Ja. Wie bildet ihr das jetzt genau ab? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ja, dass ich dann sehe, diese Lieferung besteht aus denen und denen Aufträge und verteilt auf die und die Pakete? Das ist auch hier entsprechend so. Das ist ja das Thema Sammellieferschein. Mhm. Ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, drucke meine Packlisten. Die Packlisten sind dann auch meistens schon sortiert nach Kundennummer. Und habe jetzt dann zum Beispiel 5 Packlisten für einen Kunden. Mhm. Da habe ich dann hier die Möglichkeit, einfach nacheinander alle 5 Packlisten einzugeben oder einzuscannen. Mhm. Die arbeite ich dann halt hier entsprechend in diesem Kommissioniermodul ab und bekomme hier dann im unteren Teil alle Auftragspositionen aus meinen 5 verschiedenen Aufträgen aufgelistet. Mhm. Und arbeite dann sozusagen diese 5 Aufträge ja wie einen Auftrag ab, mache meine Packstücke fertig, lege sie dann halt so zusammen, wie ich sie dann halt gerne hätte und drucke dann den Lieferschein. Hier wird dann eine Lieferscheinnummer generiert und diese Lieferscheinnummer wird dann an alle Auftragspositionen zurückgeschrieben. Ups. Genau, also wird dann an alle Auftragspositionen zurückgeschrieben, sodass ich dann anhand der Lieferscheinnummer im Kommissioniermodul, jetzt habe ich mich aus Versehen hier rausgeworfen, im Kommissioniermodul diese Lieferscheinnummer suchen kann
Oder ich gehe dann halt zum Beispiel auch einfach nur in einem Auftrag, in der dieser Lieferschein enthalten ist und sehe dann halt wirklich zu dieser Lieferscheinnummer. Das ist ja dann sozusagen meine eindeutige Referenz zu meinen ganzen Packstücken. Mhm. Ja, also sprich, ich würde in einem Auftrag, den ich einfach aufrufe, von den 5, alle Versandgüter, also sprich alle Packstücke sehen, die dann über diese Lieferscheinnummer abgebildet wurden. Okay. Also es ist relativ simpel dargestellt, weil wir haben dann halt unsere Lieferscheinnummer als Referenz. Vorher können es, wie gesagt, 5 Packlistennummern sein, aber am Ende des Tages ist es dann halt, sage ich mal, eine Lieferscheinnummer, die dann meine ganzen Packstücke ja, über so eine Nummer dann halt entsprechend referenziert. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt, wie es Frau gesagt hat, 20 Aufträge hätten, die jetzt ausgeliefert werden müssen von einem Kunde, dann würde es theoretisch jetzt 20 Packlisten geben. Mindestens, ja. Ja, wenn ich es generiere, genau. Ist automatisch pro Auftrag eine Packliste. Und ich könnte die dann aber nachher individuell zusammenpacken und anhand der Lieferscheinnummer ist dann wieder ersichtlich, aus welchem Auftrag raus kommt welche Position dann in welches Paket rein. Ich muss nur mal hier kurz mein Fenster zumachen, da kommt gerade die Sonne rum und blendet. Ja, jetzt wo man so schön die Sonne hat, ne? Machen wir jetzt das Fenster zu. So, jetzt. Genau. Sonne weg. Nee, also es ist dann so, dass wir halt, wie gesagt, die 20 Packlistennummern haben. Das sind halt eindeutige Nummern, die dann halt meine Packlisten dann identifizieren. Ich arbeite dann hier im Kommissioniermodul eine Packliste nach der anderen ab, indem ich dann halt, wie gesagt, einen Suchbeleg nach dem anderen hier mit eingebe. Und das heißt, hier habe ich dann meine 20 Positionen drin, verteile die auf x Packstücke und drucke dann letztendlich hier meinen Lieferschein, der dann einen Sammellieferschein erzeugt über diese 20 Aufträge hinweg. Und diese Sammellieferscheinnummer, das ist dann halt wie gesagt eine, die dann alle Auftragspositionen miteinander verknüpft. Dann auch entsprechend als Identifizierung und auch als Suche später fungiert. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, wie das zum Beispiel funktioniert. Ich arbeite mich jetzt hier durch diese Packliste. Mhm. Und ein Artikel zum Beispiel ist dann gesplittet. Da kommen dann wegen mir 500 in Paket 3 und 500 in Paket 4. Wie das richtig, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wie das abgebildet wird. Ja. Wir haben hier unsere Packstückanlage. Das heißt, hier lege ich vorneweg über den Button Plus meine Packstücke an. Ja, ich kann ja vorher schon, oder ich sag mal, ich lege erstmal eins an, packe das zusammen und habe jetzt hier unten links, das habe ich leider ein bisschen dann schlecht abgeschnitten, kann halt hier sagen, okay, hier ist mein Warenpool, also sprich Packliste 1 mit 5 Artikeln und kann sagen, in dieses Packstück selektiere hier entsprechend Position 1 und habe die Möglichkeit, eine Mengenangabe dann durchzuführen. Kann dann sagen, okay, in diesem Packstück liegen von Position 1 150 Stück. Leg mein nächstes Packstück an über den Button Plus, wähle hier in meinem Warenpool wieder meine Position aus und sage, in dem kommen wieder die nächsten 150 Stück. Okay. Ja, also sprich, hier ist dann halt wirklich die Definition so, ich kann wirklich meine Packstücke x-beliebig anlegen und meine Artikel dann halt entsprechend hier splitten. Mhm. Ja, und auch später sehe ich dann über die Lieferscheinnummer, wenn ich den selektiere, sehe ich, okay, Packstück 2011062 hat Artikel A127128 300 Stück drin oder 50 Stück, je nachdem, wie ich das dann halt splitte. Mhm. Okay. Der Prozess soweit klar,
Oder sollen wir den vielleicht nochmal, wenn Sie wünschen, in Inventor nochmal kurz durchspielen, dass man das dann halt nochmal sieht, weil das ist auch relativ einfach zu zeigen. Also wäre mir gern, wenn ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, dass das ein ganz wichtiger Prozess bei uns ist und ich würde es auch gerne mal am Inventor sehen. Das machen wir doch gerne. So. Dafür starten wir auch einmal ganz kurz hier unsere Applikation, die ich schon hier teilweise im Hintergrund vorbereitet habe. So. Ich werde auch jetzt hier vom Prozess schon direkt mir einmal, also von der Auftragserfassung, sage ich mal, beginnen, damit wir einfach mal von A bis Z einmal kurz alles sehen. Ich hole mir dazu kurz einmal einen Auftrag, den kopiere ich mir einmal und beginnen jetzt, wie gesagt, hier. Für uns sehr klein, habe ich schon. Ja, oh ja, dann mache ich das einmal gerne größer. Ja, ich habe hier vom Monitor her einen etwas mit sehr hohen Auflösungen, was es beim Programmieren einfacher macht. So. Ja. So besser? Ja. Wunderbar. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, einmal unseren Auftrag für meinen Kunden. Habe jetzt hier als Bestellmenge 300 Stück. Ich mache jetzt mal noch einen zweiten Artikel mit rein, damit wir dann halt einfach mal zwei Positionen haben, um das dann halt vielleicht ein bisschen erkenntlicher zu machen. So, vom Prozess her ist es jetzt so, mache hier nochmal ganz kurz die Aufhebung raus, sprich wir sehen jetzt hier einen Auftrag, der erfasst wurde, beide Positionen befinden sich in Status 1, rot heißt, der Auftrag ist noch offen. Wir arbeiten jetzt hier auch entsprechend mit einem Auftragsabschluss, der mir zu bestimmten Konstellationen einfach nochmal prüft, ist mein Auftrag auch wirklich sauber gepflegt und soll der jetzt wirklich hier für den weiteren Prozess verarbeitet werden, weil hier wird dann zum Beispiel geprüft, habe ich einen VK eingegeben, habe ich vielleicht einen Rabatt von 100% eingegeben und habe hier die Möglichkeit dann einfach einzusehen, okay, der Sachbearbeiter A darf einen Auftrag mit 100% Rabatt vielleicht nicht freigeben. Und das wird mir dann halt in diesem Abschluss als Meldung geworfen. Beide Artikel sind jetzt bei mir schon in meiner Umgebung mit Bestand auf Lager. Das sehen wir jetzt auch hier, wie gesagt. Lieferdatum für diese Positionen könnte ich jetzt hier nochmal kurz anpassen, indem ich sage, okay, die eine Position wird zum, ich sag mal, 23.11. geliefert. Das ist ja etwas, was ja vielleicht schon alles vorher passiert ist. Und wir arbeiten uns jetzt hier mit dem Liefervorschlag dann durch. Wenn ich jetzt einen Auftrag habe und entsprechend über Vorgänge, Liefervorschlag, den Liefervorschlag öffne, dann übernimmt er mir manche Parameter halt hier schon mit automatisch, wie zum Beispiel die Kundennummer und Artikelnummer von der Position, die ich markiert habe. Das kann ich natürlich auch alles hier leeren und kann sagen, okay, zeige mir bitte nur einen Liefervorschlag an für meinen Kunden 115. Habe dann auch hier die Möglichkeit, nochmal mein Lieferdatum
einzuschränken und sage jetzt hier zum Beispiel, okay, zeige mir alle Positionen an, die zum 23.11. freigegeben werden können. Hier ist dann auch entsprechend schon, oder hier ist mein Auftrag, beziehungsweise meine zwei Positionen. Diese Positionen kann ich jetzt einzeln markieren, mehrfach markieren und entsprechend freigeben. Ja, mit Klick sehe ich dann auch hier, was ist denn aktuell zuteilbar, was ist denn aktuell verfügbar. Kann mich dann halt hier Position für Position durcharbeiten und entsprechend eine Freigabe ausführen. Mit der Freigabe fliegen dann auch entsprechend meine zwei Auftragspositionen raus, die ich jetzt gerade freigegeben habe, weil sie jetzt natürlich nicht mehr in Status 1 sind, sondern jetzt auch entsprechend in Status 2. Jetzt ist es so, das ist aber auch, wie gesagt, eine Entscheidung, die man dann halt in den Parametern festlegen kann, das Thema Chargenzuordnung. Bei mir ist es jetzt aktuell so eingestellt, dass keine automatische Chargenzuordnung erfolgt. Deswegen machen wir das jetzt hier auch einmal automatisch. Ich sehe, dass ich für diesen Artikel 127128 eine Charge habe mit einem Bestand von 1200 Stück. Die ist auch entsprechend freigegeben. Deswegen wird sie mir auch hier angezeigt. Die übernehmen wir. Ordnen dann auch entsprechend zu unserer zugeordneten Charge noch die Plätze hinzu und speichern das Ganze. Das gleiche mache ich dann auch noch mal kurz für meine zweite Position. Hier ist es jetzt so, dass ich einen nicht chargengeführten Artikel habe. Deswegen ist jetzt auch mein Button Chargen ausgegraut und ich muss nur noch hier meinen Lagerplatz zuweisen. Sollte ich auch mehrere Lagerplätze haben, hätte ich hier auch zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, 100 Stück von Lagerplatz A, 100 Stück von Lagerplatz B. Wir nehmen jetzt aber alles hier nur von einem Lagerplatz, weil auch nur alles auf einem Lagerplatz aktuell liegt. So, jetzt ist unsere Menge freigegeben. Darf ich gerade mal, würde sowas ja auch automatisch gehen? Also ich sage jetzt, bei uns ist immer First In, First Out. Ich habe 1000 Stück zu liefern. Wir haben jetzt von der ältesten Charge noch 500 Stück da, dass der dann sagt, okay, ich nehme jetzt 500 Stück von der ältesten Charge und dann von der zweitältesten Charge nehme ich dann die nächste 500 Stück. Kann man sowas auch dann automatisch einstellen? Dass ich sage, von der ältesten und von der neuesten, wenn ich es richtig gerade verstanden habe. Ja, ja, also er geht, also hier haben wir, wie gesagt, was die Chargenzuordnung angeht, haben wir das Thema des FIFO, also sprich, dass er wirklich First In, First Out macht und sagt, was ja unsere älteste Charge ist, die ja von einem Monat, sage ich mal, eingebucht wird, die wird erstmal komplett geleert, bis er die nächste Charge dann anpackt. Okay. Genau, und das kann ich dann halt, wie gesagt, hier einstellen, in unseren Parametern. Und da sehen wir auch hier nochmal über den Tooltip schön, welche Funktionalitäten sollen denn durchgeführt werden. Bei mir ist es jetzt halt, wie gesagt, so eingestellt für meine Auftragsart und für mein Lager, dass ich es manuell machen muss. So, Charge ist zugeordnet, Platz ist zugeordnet bei beiden Positionen. Und damit wäre jetzt eigentlich, sage ich mal, dann im Hintergrund der Automatismus, der mir meinen Massendruck für meine Parklisten durchführt. Der ist jetzt, wie gesagt, hier bei mir nicht eingestellt. Den kann ich aber auch hier ganz normal manuell drucken oder mir zeigen, buchen. Damit erstelle ich dann einmal kurz meine Packliste für beide Positionen. Jetzt sehen wir auch hier Status 2 und grau heißt halt, wie gesagt, ist jetzt in Kommissionierung. Packliste ist gedruckt, jetzt geht der nächste Step. Ich nehme jetzt einfach hier mal kurz meine Packliste Nummer in die Zwischenablage, wechsle einmal in mein Versandmodul, gehe jetzt hier ins Kommissionieren. Ich gehe mal auch jetzt schon davon aus, der Kommissionierer
der Einlagerungs-, der Picker, sage ich mal, hat mir jetzt die Ware mit der Kommissionier-App entsprechend schon besorgt und an meinen Parkplatz gelegt. Ich scanne dann jetzt hier im nächsten Step einfach nur meine Packlistennummer und sehe auf einen Blick alle Informationen, wie gesagt, wie Versandart, Versandweg und meine einzelnen Auftragspositionen. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, eine zweite Packliste kann ich jetzt hier einfach zum Beispiel auswählen von diesem einen Kunden. Ich habe jetzt hier sogar zufälligerweise noch einen weiteren Kunden oder den gleichen Kunden, wo es noch eine weitere Packliste gibt. Die könnte ich jetzt hier hinzufügen. Und dann sehen wir auch hier schon entsprechend zwei unterschiedliche Belege und auch entsprechend meine einzelnen Artikel. Wenn alles soweit in Ordnung ist, fange ich jetzt nun damit an, meine einzelnen Packstücke anzulegen. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel auch einen Kommissioniervorgang. Da hatte ich schon zu meiner Packliste, die ich ausgewählt habe, ein Packstück angelegt. Das ist das, was wir in der Folie zum Beispiel gesehen haben. Hier sind jetzt die 300 Stück schon hinzugefügt. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, meine weiteren Positionen, die markiere ich jetzt hier, sage 200 Stück. Rechne bitte in das eine Packstück, lege das nächste Packstück an, die 100 Stück. Einmal kurz speichern. Die 100 Stück lege ich jetzt auf mein anderes Packstück und die restlichen 200 von meinem anderen Artikel, die kommen hier. Ich muss mir angewöhnen, immer zu speichern. Die lege ich dann halt hier auch entsprechend in mein nächstes Packstück. So, also wir sehen jetzt hier drei Packstücke zu drei Artikeln. In einem Packstück sind 300 Stück von Auftrag A, dann 200 Stück von Auftrag A, Auftrag B, und dann geht dann hier, wie gesagt, Auftrag B weiter mit nochmal 100 Stück von der gleichen Position, und im Packstück C ist dann der eine Artikel auch aus meinem Auftrag B mit dabei. Das Ganze speichere ich und schließe ich jetzt hier an der Stelle und habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich mit diesem Kommissioniervorgang, mit diesem Prozess fertig bin, meinen Lieferschein zu drucken. So. Hier ist es jetzt bei mir so, dass ich mir noch keinen Drucker hinterlegt habe, weil ich habe ja als Kommissionierer einen eigenen Drucker direkt neben mir, wo vielleicht auch Briefpapier drin ist, wo ich meine Lieferscheine drucken kann. Die hat er jetzt hier leider nicht erstellt, aber der Prozess ist trotzdem abgearbeitet. Wir sehen jetzt hier, unser Lieferschein wurde gedruckt, zumindest virtuell, und auf der Registerkarte versandt sehe ich jetzt hier entsprechend zu meinem Auftrag und zu meinem Lieferschein meine einzelnen Packstücke. Der Parameter oder diese Funktionalität eines Sammellieferscheins ist gerade bei mir hier auch in der Präsentation nicht aktiv. Aber wir haben auch, wie gesagt, hier die Möglichkeit zu sagen, okay, erzeuge mir einen Sammellieferschein und würde dann halt eine Lieferscheinnummer generieren. Jetzt hat er bei mir leider hier gerade zwei Nummern für jeden Auftrag generiert, weil ich zwei Aufträge hatte. Aber grundsätzlich, um das Prinzip mal hier kurz zu zeigen, wie es dann auch hier entsprechend vom Versandvorgang aussieht, bin ich dann auch schon damit fertig. Gibt es noch mal irgendwie Fragen oder habe ich sie in irgendeiner Art und Weise verloren? Ich sehe keine Gesichter. Nee, okay, ich glaube, das passt soweit, oder? Ja, also. Okay. Also wäre für mich jetzt eigentlich vom Ablauf her, jetzt mal natürlich von der Handhabung etwas anders da, aber im Endeffekt so, wie wir es eigentlich haben. Ja. Ja. Außer, dass man halt einen Rechner, am besten einen Touchmonitor und Versandplatz hinstellen
weil man halt mehr direkt da nochmals drin machen muss, aber das ist ja alles in Ordnung. Das Thema Touch-Monitor wird auch im Inventor Standard schon entsprechend hier unterstützt. Es gibt auch sogenannte Themes, auch so ein Mobile-Theme. Wenn ich jetzt hier eine entsprechende Applikation starte, dann ist es dann halt so, dass hier die Buttons, ja, ich sag mal, für einen Touch entsprechend optimiert sind. Das sieht man dann halt hier, dass dann halt auch die Felder ein bisschen größer sind, ein bisschen auseinander liegen und auch dann halt meine einzelnen Buttons dann extra größer sind, falls ich dann halt wirklich so ein Windows-Touch-Gerät nehmen dann sollte. Ja, ich glaube, ja, aber im Arbeitsplatz macht sowas absolut Sinn. Definitiv, ja, definitiv. Auf jeden Fall, finde ich auch. Also was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, das machen dann halt wirklich viele auch aus meinen Projekten im Bereich Logistik, also mindestens eine physische Tastatur noch wenigstens hinstellen, weil dann halt doch mal gerne mit Schnellkürzeln gearbeitet wird. Weil auch im Kommissionieren habe ich dann halt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, was Packstücke angeht, drücke ich einfach nur auf die Taste F4 und mir werden neue Packstücke angelegt. Und das sind dann halt so Kleinigkeiten, wie jetzt auch zum Beispiel F4 ist neu hinzufügen, F3 ist speichern, F2 ist suchen. Und das schafft dann halt einfach so ein bisschen, ja, diesen Power-User, der dann halt dann wirklich schneller dann durch diese Prozesse dann kommen kann. Bevor man dann anfängt, mit dem Finger dann irgendwie den Button zu treffen. Gut. Ja, das soweit auch zum Thema Kommissionierung bzw. zum Prozess Warenausgang. Wie gesagt, auch was das Thema dann Rechnungsdruck angeht, kann ich hier aus dem Kommissioniermodul direkt auslösen oder nachgelagert. Da sind ja die Präferenzen immer von Firma zu Firma unterschiedlich. Manche sagen, wir legen die Rechnung direkt bei. Manche sagen, die sollen erst einen Tag später ausgelöst werden, wenn der Kunde auch die Ware erhalten hat. Und das ist dann auch parametrisierbar. Okay, das kann man für Kunde dann unterschiedlich anlegen. Richtig, richtig. Ja. Auch hier habe ich die Möglichkeit dann einfach zu sagen, okay, der Kunde soll direkt gedruckt werden. Der Kunde soll per E-Mail wöchentlich seine Rechnung erhalten oder auch eine Sammelrechnung erhalten. Also auch das geht dann entsprechend. Und natürlich auch hier alle wichtigen Informationen auf der Rechnung, wie Lieferscheinnummer, wie Projektnummer, Auftragsnummer natürlich und alles, was dazugehört. Gibt es noch Fragen zum Prozess Warenausgang? Irgendwas, was Sie vielleicht irgendwie vermissen oder wo Sie sagen, okay, oder sagen Sie, nee, das passt soweit. Das habe ich ja vorher schon vom Herrn entnommen, aber ich frage trotzdem nochmal nach. Also die wichtigste Person ist die Frau, dass die dem zustimmt, weil die, du musst es machen. So, Frau. Vielleicht natürlich im ersten Schritt, weil es komplett anders ist. Ja, aber es ist mir schlüssig. Es ist, wie gesagt, vom Ablauf her, so wie wir es jetzt haben, natürlich anders aufgebaut, klar. Und, aber es ist mir jetzt alles soweit schlüssig. Ja. Also ich sag mal, im Endeffekt kriegen Sie ja dann entsprechend, wenn man jetzt von der Logistik ausgeht, zu einem Tag X oder zu einem Zeitpunkt die Packliste bzw. Pickliste. Der Packer geht hin, greift sie sich, holt die Ware und legt sie dann halt dem Packer am Kommissioniermodul, der dann halt endlich die Packstücke dann anlegt, hin. Und dann ist der Prozess da. Was man gesagt hatte, diese Angabe von, wo trage ich das Paket, Gewicht, die Maße vom Paket ein, solche Sachen. Also auch hier mache ich das Ganze entsprechend über das Kommissioniermodul am Packstück. Die Informationen werden mir größtenteils auch entsprechend vom Artikel her geliefert, wenn ich die am Artikel gepflegt haben soll, und werden auch mit der Menge entsprechend multipliziert bzw. hochgerechnet. Das Gleiche gilt, wie gesagt, für Gewicht und Volumen. Habe aber hier natürlich alles individuelle Eingabefelder, wo ich dann sagen kann, okay,
Länge, Breite, Höhe. Mhm. Die kann ich hier eingeben. Volumen errechnet sich dann natürlich automatisch. Mhm. Und Gewicht ist auch hier. Guten Tag. Gibt es eine Standardschnittstelle, oder eine Schnittstelle im Inventor Standard, wo es dann passende Wagen gibt, die mit Inventor angebunden werden können, wo ich dann sagen kann, okay, ziehe mir die Informationen, trage jetzt mir das Gewicht für dieses Packstück automatisch ein. Das heißt, wir können eine Waage kaufen, die eigentlich dann vernetzt wäre. Und wenn das Packstück dann fertig ist, dann drücke ich auf den Button und der übernimmt mir das Gewicht automatisch. Korrekt. Haben Sie Ultima arbeiten mit DSV, gell? Ja. Was ist das? Haben Sie da Erfahrung, dass man das direkt dann bei DSV anbinden kann, so etwas? Da müssten Sie mir einfach mal das Modell von der Waage schicken und irgendwie eine Kennziffer oder sowas. Nein, ich meine versandmäßig mit DSV. Wenn jetzt hier jetzt das Gewicht eingetragen ist, dann habe ich ja entweder ein Volumengewicht oder ein physisches Gewicht, was drin ist. Und wenn ich das dann anmelde bei DSV, dass der mir das dann automatisch schon übernimmt, dass man das nicht alles nochmals dann händisch eingeben muss. Ja, also ich muss jetzt von meiner Seite aus sagen, mit DSV habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Ich kenne das dann halt aber auch, wie gesagt, von DPD und DHL. Die erwarten dann halt eine sogenannte Polling-Datei. Und in dieser Polling-Datei ist dann halt Information drin, Lieferscheinnummer, Packstücknummer, Gewicht und auch die Maße. Mhm. Die werden dann halt, wie gesagt, hier an diese Polling-Datei mit übergeben. Und von DSV müsste man dann halt einmal kurz schauen, wie sieht da die Schnittstelle von denen aus, weil das ist am Ende des Tages nur eine CSV-Datei, die dann halt benötigen. Und dann werden diese Informationen automatisch importiert. Aber von Stand heute haben wir das dann. Oder? Bitte? Das wäre ja eine Wahnsinnserleichterung. Das wäre super, also besser geht's ja nicht, ne? Ja, sehr schön. Da wird ja dann dieser Prozess, dieser Arbeitsgang, die Pakete anzulegen im Portal, ist sehr zeitaufwendig. Ja. Also das wäre schon. Also hier sieht man das. Zeitersparnis, wenn das automatisiert wäre. Ja, also ich hab jetzt hier leider keine Informationen bei mir hinterlegt, aber wir haben einen Mitautomat oder Mitdruck des Lieferscheins. Also der Prozess, wie jetzt zum Beispiel bei einem Kunden von mir abläuft, ist so: Er legt seine Packstücke an, druckt einen Lieferschein. In den Parametern ist hinterlegt, dass er automatisch mit Lieferscheindruck eine DPT-Polling-Datei erzeugen soll. Das ist wie gesagt eine CSV-Datei, wo die Informationen meiner Packstücke enthalten sind, wie Gewicht, Anzahl und so weiter. Und im gleichen Zuge greift sich DPD mit ihrem Tool aus einem Verzeichnis immer diese Dateien ab und erstellt mir innerhalb von einer Sekunde dann entsprechend mein Label, welches ich dann halt dann auf das Paket kleben kann, um das Ganze mit DPD dann zu verschicken. Mhm. Ja. Und hier muss man jetzt, wie gesagt, mit DSV dann mal schauen, inwieweit die diese Informationen brauchen. Wenn die auch sagen, ja, wir kennen sowas mit Polling-Datei, wie es DHL, DPD und auch EasyLog, wie die das halt machen, dann ist es dann halt wirklich, okay, wir basteln dann halt eine entsprechende CSV-Datei, legen diese Informationen in einem Verzeichnis X ab und die können da die Informationen dann abgreifen. Ich tue das gleich mal mit DSV abklären, UTPD. Ja, hat man schon notiert. Ja, und dann die Informationen dann direkt gerne einfach an mich, Frau Hoffmann. Ja. Das wäre super, weil dann kann ich das dann auch direkt schon mal in Erfahrung bringen.